Ey, yo Leute, ich möchte haben, dass ihr diese Zeit nutzt, um ein F in die Kommentare zu schreiben für unsere AD Carry Mates, ja? Denn Xayah und Kai'Sa werden genervt. Ich weiß nicht, ob das solche Puppen-Nerfs werden, ja, wie, Kai'Sa verliert auf Max Level E 20% Attack Speed, obwohl die sogar so schon Attack Speed overcapped hat oder irgendwie sowas. Klar, es ist Nerf, aber es ist kein richtiger Nerf. Xayah und Kai'Sa sind die einzigen viable AD Carries. Auch wenn ihr gerne mal einen Lucian spielt in euren Games oder was weiß ich auch. In High Elo seht ihr kaum andere AD Carries. Die sind Pickbun gefühlt. Ja, es sei denn, jemand kann Xayah oder Kai'Sa nicht spielen. Ich weiß, es gibt auch noch Caitlyn. Aber technisch gesehen sind das hier die einzigen beiden viable AD Carries. Warum? Leute, wollt ihr wissen, warum? Und da habe ich voll Mitleid mit ADCs. Also ich verstehe, warum diese beiden so stark sind. Das sind die einzigen ADCs, die für sich gescheit self-peelen können. So klar, Tristana hat auch einen Jump. Ezreal hat auch irgendwo seine Berechtigung, aber er ist nicht so stark wie Xayah Kai'Sa, ne? Aber so, wenn das Spiel hat so viel Damage, ist überall Full AP Malphite, 3000 Assassins in einem Game, der Jungle besteht nur noch aus Assassins, Supporter sind heutzutage gefühlt Assassins für den AD Carry und so weiter und so fort. Die beiden werden genervt, ja? Also es sind sehr viele Nerfs, wir fangen auch erstmal mit den Nerfs an und gehen dann rüber zu den Buffs. Das Ganze ist für Patch 9.22, sehr viel haben auch die Worlds damit zu tun, und ja. Ja, fangen wir hier mit den Nerfs an. Kay kriegt einen Nerf. Also ja, bei den Worlds sehr dominant. In Solo-Queue sehen wir sie auch gerade viel, viel häufiger. Das war so ein bisschen das Problem, dass man die Range-Form früher gegeben hat. Sie ist jetzt safer, scaled besser rein. Und jetzt auch, wo man ein neues Bild auf ihr entdeckt hat, halt, dass man mit Kumax geht, mit dem Gunblade, ist sie... Man kann sie vor 6 bullien, nach 6 ist sie schon ganz gut dabei. Und wenn du einen Champion blind picken kannst, in mehrere Rollen, dann kann das ein bisschen problematisch werden. Klar, es gibt ja noch andere Champions, die so ähnlich sind. Da finde ich, ehrlich gesagt, ist unfair, dass man sagt, komm, wir nerven Kayle. Aber hier spielt auch sehr viel Klepto mit rein. Aber Klepto wird eh bald geändert. Ich gehe davon aus, dass Kayle jetzt einen Nerf bekommt. Und dann, wenn die neuen Runen da sind und so weiter, dass Kayle dann vielleicht wieder einen Buff bekommen kann. Pantheon wundert mich hier ein bisschen. Pantheon sehen wir... Ich meine, Leute... Aus Fairness halber, ihr wisst, ich spiele nicht viel LOL im Moment. Ich habe nicht viel Zeit dafür, aber ich habe fast keinen einzigen Pantheon mehr gesehen. Deswegen wundert mich das. Ja, vielleicht habe ich unlucky Games in dem Sinne. Vielleicht ist es ein Low-Elo-Nerf, weiß ich nicht. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich finde, Riot bräuchte nicht sein Damage zu nerfen, sondern die E ist eher das Problem, dass er Tower-Shots damit blocken kann. Allein schon, dass er so ein gutes Dive-Setup hat, macht ihn so valuable. Kai'Sa und Xayah müssen echt nicht darüber reden. Leute, soll ich sagen, was ich mir bei Kai'Sa einfach wünsche? Es kann nicht sein, dass ein Champion DPS hat, Burst, Poke, Self-Peel, kann engagen, hat ein Riesenschild und kann jegliche defensive Items im Game bauen. Leute, das einzige Item, welches Full-Damage-Item, welches Kai'Sa nicht abusen könnte, wäre Trinity Force. Das ist kein sehr starkes Item auf ihr. Jetzt im Vergleich, also es ist ein okay Item auf ihr. Aber im Vergleich zu anderen Champions ist sie damit nicht so stark. Sonst, egal welches Item stark ist, oder welcher Buildpath stark ist, sie kann es abusen. Ja, ganz ehrlich, Leute, entweder nerven sie ihr fucking Schild weg. Ich finde, das ist so strong einfach. Repositioning, Auto-Attack, Reset und ein Riesenschild. Das ist auch gerade besonders auch mit AP sehr gut skillt, by the way. Oder man nerft halt irgendwo ihren Damage einfach. Ich meine, okay, was soll man sonst nerven, ne? So, ja, sie kann alles. Sie kann alles, was man möchte. Hätte sie ein bisschen mehr Range, wäre sie der Ultra-Gott-ADC. Xayah. Ihr Ulti hat man bereits genervt. Also den Ulti-Cooldown finde ich mittlerweile in Ordnung. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich denke schon, dass die Nerfs entweder die W oder die E treffen werden. Ich denke aber nicht, dass es die E ist, wenn ich ehrlich sein soll. Die E ist halt ihr... Signature-Spell, Riot nerft solche Sachen meistens ungern, das was einen Champion ausmacht. Vielleicht wird W ein bisschen Attack-Speed verlieren oder der Damage-Modifier geht von, ich glaube, 20% auf 15% runter. Das würde wahrscheinlich aber nicht das Frustrationsgefühl ändern gegen sie, wenn ich ehrlich sein soll. Die Ulti ist so ein bisschen das Problem. Ich kann mal verstehen, dass sie da ist, versteht mich nicht falsch. Denn ohne das ist Xayah halt scheiße, ne? Ashe, Leute, Ashe ist, glaube ich, statistisch gesehen... sogar der beste Solo-Q-AD-Carry. Sie leidet zwar unter denselben Problemen wie die beiden hier auch.
Aber wenn sie unchecked ist, kann sie ultra viel Damage raushauen. Eigentlich hat Ashe ihren letzten Buff nicht gebraucht. Und Ashe wird auch irgendwo immer useful sein, weil sie ihre Ulti hat. Was ich mir hier wünschen würde, ist, dass man die, die Mana-Kosten ihrer W leicht erhöhen könnte. Ich meine, wenn man Essence Reaver Commit Build Ashe geht, cool, du kannst W spam, sowas. Mana-Rack ist in Ordnung. Aber die, das populärste Bild im Moment ist Lethal Tempo. Und sie spammt trotzdem Ws durch, als wäre sie Comet Ash gefühlt, ja. Also Mana-Probleme sind nicht so stark da, wie sie hätten sein können. Finde ich zumindest. Ja, ich denke nicht, dass man direkt ihren Damage nerven sollte. Denn dafür, dass sie immobil ist, wirklich keinerlei Self-Peel hat. Klar, sie kann kiten, aber jeder AD-Carry kann kiten, brauchst du das nicht. Blitzcrank, Leute. Alter. Ich check das nicht. Ich check das halt echt nicht. Es war doch jedem bewusst, dass dieser Blitzcrank-Buff echt sehr, sehr, sehr stark sein wird. Deswegen wundert es mich, dass noch ein Nerf kommt. Man sieht sehr viel Blitzcrank. Man sieht wirklich immer noch sehr viel Blitzcrank. Ich weiß ja aber nicht, was sie nerfen wollen. Der letzte Nerf war schon stark. Ich glaube, sie haben 3 Armor weggenommen. Oder 4 Armor, wenn ich mich nicht irre. I don't know, so, wollt ihr sein Damage nerven? Aber dann brauche ich kein Blitzcrank mehr zu picken. So, warum Blitzcrank picken? Ich weiß, Leute, Nautilus wird ja auch genervt. Aber darüber reden wir gleich. Warum dann Blitzcrank picken, wenn ich Pike oder Thresh picken kann? Die können auch hooken. Die sind zwar nicht so starke Hooker, wenn wir uns die Hook-Mechanik selbst anschauen. Aber so, why? Bin ich mal gespannt. Ich kann mir denken, dass man entweder den Cooldown des Hooks, also entweder werden Mana-Kosten angegangen, dass die höher sind auf dem Hook, dass der Cooldown angegangen wird. Auf dem Hook, dass der höher geht. Oder aber, dass ihm seine W länger slowt. Dass die W länger slowt. Oder ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Oder dass sie weniger Movement Speed gibt. Da kann ich mir hier ein bisschen vorstellen. Ich denke nicht, dass das Damage angegangen wird, sondern eher diese Cooldown-Mana-Schiene. Reine Vermutung. Ja. Nautilus. Aber Leute, Nautilus ist. Ohne Witz, abuse Nautilus noch, wenn ihr Support seid. Gerade in den loweren Elos. Die meisten Leute, also was Low Elo sehr populär ist, ist meistens Jinx. Ja, immobiler Hyper Carry. Drückt ihr auf Ulti drauf, der Champion existiert nicht. Egal, ob sie 10 Items hat, 12 oder 3. Sein Damage ist super abnormal, Leute. Q, Ortec, WE. Ja, mit E-Max. Ab Level 6, klatsch noch irgendeiner drauf. Du kannst fast jeden AD Carry solo killen. So. Du bist der Carry in der Lane. Der Typ ist voll lange hidden sleeper broken, Mann. Also, das ist mir besonders im Bootcamp sehr hart aufgefallen. AP Malf, ich finde nicht, dass AP Malf ein Problem ist. Ja, vielleicht ist es so ein Low-Elo-Ding, ja. Klar, man sieht auch mal AP Malf. Aber nein, auch bei den höheren Elos. Aber ich finde, AP Malf ist so ein Symptom. Nee, nicht ein Symptom. Ist ein Produkt davon, dass Tanks scheiße sind. Leute, jeder Tank wird auf Damage gespielt. Cho'Gath wird auf Damage gespielt. Poppy wird auf Damage gespielt. Ja, Iceborn, Gauntlet, Black Cleaver. Sie kann man halt auch mal öfters sehen. Malph wird auf Damage gespielt. Zeon wird auf fucking Full Lethality gespielt. Wenn einer mal einen Galio spielt, sehe ich den auch auf AP. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt Galio als richtigen Tank ansehen, ne? Tank-Items sind einfach komplett scheiße. Und das ist der Grund, warum man AP Malf spielt. Ich habe kein Problem damit, dass AP Malf existiert. Es muss solche simplen, starken Champions geben, um halt andere zu countern oder halt auch um das Spiel zu lernen. Ist auch völlig in Ordnung. Aber ich kann es nachvollziehen, dass es genervt wird. Versteht mich da nicht falsch. Ich finde es einfach nur kacke, das jetzt zu machen. Ich weiß gar nicht, sind das hier die Changes schon für Preseason oder ist das auch vor Preseason? Nein, es ist vor Preseason. Ja. Okay, also, ne, bei den Nerfs, Kayle kann ich nachvollziehen, Pantheon finde ich weird, Kaiser, Xayah, tut mir leid, AD Carry Spieler, also ich hoffe echt, ich kriege eure Base Stats wieder. Ashe kann ich nachvollziehen, Blitzcrank finde ich weird, aber mal gucken, was Wright da macht. Nautilus kann ich nachvollziehen, AP Malf kann ich ebenfalls nachvollziehen und kommen wir zu den Buffs. Und das ist die komische Buffliste, die Wright raushauen kann. Sejuani, Silas und Kaiser. Das sind alles sehr problematische Champions für Riot gewesen. Das sind Champions, die über 10.000 Patches getötet worden sind. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was hier geändert wird. Ich kann es mir nicht mal denken. Ja.
Sechu ist ein Clusterfuck. Sie hat immer noch sehr viel Utility. Und das wird sich auch nicht ändern. Ja, das heißt, entweder buffst du ihre Tankiness, cool, dann ist sie immer noch ein Tankbot mit viel Utility, so wie jetzt auch. Du buffst ihren Damage, cool, dann ist sie ein Tankbot, der Damage hat. So, was wird sie hier buffen? Bin ich mal gespannt. Ich glaube aber nicht, dass es hier viel sein wird. Reine Vermutung. Silas, an sich ein cooler Champion, aber dann auch. In welche Richtung soll dieser Champion gehen? Soll er wieder jungeln dürfen? Denn sein Jungle Clear ist komplett ass. Willst du ihn in der Mitte spielen? Willst du ihn in der Mitte spielen? Yo, cool, dann baust du aber ein AP-Champion, wogegen du spielst. Und gerade wenn wir auch auf Solo-Q achten, sehr viel Yasuo, Talon Z, wo er halt auch so ein bisschen die Arschkarte dagegen hat. Und Kalista braucht ganzes Rework. Also Kalista ist so sehr von einem Mate abhängig, da kann nicht funktionieren, Leute. Da kann nicht, das, rework sie einfach einmal komplett durch. Das ist so das Beste, was ich ihr anbieten könnte. Ich hab nichts gegen diese Champions, by the way. So, je mehr Champions viable sind, desto besser, auch wenn ich einige hasse. Und ja, Fiora. Leute, ich werde immer Fiora anschauen. Aber das ist irgendwie ass. I don't know. Da gibt's andere Champions, wo Riot sich Gedanken drüber machen könnte, ey, wie könnte ich diesen Champion buffen, damit überhaupt die Mains daran Freude haben. Und nicht geil, Alter. Die Champions sind für 5 Minuten wieder zu stark. Oh, wir haben sie overbufft. Erstmal wieder nerfen im Patch 9.23. Aber ja, Leute, das war's auch von mir. Ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.